Nicht jeder darf so, wie wir das jetzt tun, eines der Kriminalmuseen betreten, die sich in einigen deutschen Großstädten befinden. Sie wurden eingerichtet, um jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Kriminalistik stumme Zeugen von Verbrechen zum Reden bringt. Jeder dieser Gegenstände hat einmal eine Rolle gespielt in dem Kampf, den die Polizei gegen das Verbrechen führt. Von einem dieser Gegenstände wollen wir Ihnen heute berichten. Natürlich haben wir alle Personen, Ort und Handlung so verändert, dass eine Ähnlichkeit mit noch lebenden Personen und Namen rein zufällig wäre. Heute sehen Sie die Geschichte dieser Mütze. Zentrale, Wagenfreiheit. Hier 1004. Fahrer Ludwigstraße Richtung Schwabing. Danke, Herr Schmidt, ich habe schon einen Wagen. Hey Ludwig, gut, dass ich dich erwische. Kommst du Sonntag mit zum Fußball? Nee, Rudolf, bei der Konkurrenz muss ich auch am Sonntag fahren. Bitte keine Privatgespräche. Fräulein Stummholz, ist doch nur ein kleines Nachtgespräch. Stummholzchen, Sie sind doch sonst nicht so. Ist doch sowieso nichts los. Hören Sie doch mal 5 Minuten weg, ja? Machen Sie es aber kurz, Herr Berghaus, bei Ihnen dauert es immer, ich kenne das. Nein, nein, ich mach's ganz kurz. Telegrammstil. Hallo Ludwig. Ludwig? Ja? Die Gusti lässt dir sagen, ihr sollt morgen pünktlich zum Essen kommen. Um 1, ne? Ja, bestell das der Anna. Sag's ihr doch selber. Heute hat sie Frühdienst. Ich hol sie um 7 Uhr ab. Komm doch auch hin auf eine halbe ins Bierstadel. Keine schlechte Idee, du. Wenn ich nicht zu müde bin, komm ich. Du, ich muss Schluss machen. Kundschaft, grüß dich. Grüß dich. Zentrale hier 1004. Fahrer amerikanische Siedlung, Perlacher Forst. Richtig, melden Sie sich, wenn Sie frei sind. Ja, der Wagen kommt gleich. 1004 brauche dringend Wagen nach Grünwald. Ich bin in 5 Minuten frei. Melde mich sofort. Fahren Sie anschließend nach Grünwald, Robert-Koch-Straße 5, bei Hofbauer. Richtig. Stopp! Wieso denn? Wir sind ja noch gar nicht da. Und hast du gesehen, wie der Kerl den Elfer verschossen hat? Mensch, wenn der bei uns zugegangen wäre, nicht recht. Da hat's doch geknallt. Tja, ist mir auch so vorgekommen. Los, komm. Mensch, du, ich weiß nicht. Ach, scheiß dich nicht an. Da hat es anscheinend wieder einen erwischt. Der ist aber noch aus dem Wagen raus. Rufen wir mal. Hallo? 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 Ist hier jemand? Hallo? Du, der liegt da. Wir müssen sofort die Funkstreife verständigen. Du, Harry, da liegt was. Eine Mütze von einem Ami. Liegen lassen. Nichts anfassen. Das ist doch ein Funktaxi. Da müsste man doch die über die Zentrale kriegen. Mhm. Wo stellt man das Ding denn an? Da, der Hebel neben dem Lenkrad. Probier mal. Dame nicht mehr da. 1004 ist die Fahrt beendet. Hey, Sie. Hier ist was passiert. Ich glaube, der Fahrer ist tot. Geben Sie sofort Ihren Standort an. Hey, Soldier, where's your cap?
And what about your coat? Must have left it somewhere. Did you have a fight? Mm. Go after him. Was ist denn da schon wieder los? Danke. So. Danke sehr, der Herr. Bitte schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Zentrale? Zentrale. Hier 1290 Berghaus. Fräulein Stumholt, ich mache jetzt Feierabend. Herr Berghaus, was Schreckliches. Was? Ihr Freund, Herr Schmidtner. Was ist mit dem Ludwig? Ist tot. Was? Ermordet. Um Himmels Willen. Das ist auch ein Zugroster. Wie der die Weißwürst ist. Oh. So, bitteschön. Wer hier ein Weiß wohl bekommst. Und was ist mit den Weißwürst, Frau Schmidtner? Die kommen gleich. Sechs Maßband. Frau Schmidtner, die Weißwürst und der Leberkäse. Ja, ja, ich komme ja schon. Vier Hände könnte man heute brauchen. Sieh her! Wenn man einer zuschaut, wie sie die Weißwurst tyrannisieren, das ist ja direkt grausam. Unstatthaft grausam. Sieh, das macht man das so. Schauen Sie mal her. So, Herr Hirnweiß, Ihre Weißwürste? Hoffentlich sind die auch so stramm. Sie, passen Sie auf, mein Mann kommt gleich. Guten Appetit. Noch ein Maß, Herr Hirnweiß. Freilich, Frau Schmidtner. Rudolf, dass du dich auch mal hier sehen lässt. Ja, warte einen Moment. Eine halbe für den Rudolf. Du heutest wieder mal was fällig. Ja, es ist. Geld am Hier, Bier doch. Danke. So geht das schon seit 3 Uhr heute. 5 Maß und 2 halbe. Der Ludwig muss auch gleich da sein. Sonst ist er immer schon hier. Anna, der Ludwig kommt nicht. Warum nicht? Hast du ihn gesprochen? Ist er schon herausgefahren? Was ist denn mit dem Ludwig? Ist was passiert? So red doch schon. Anna, es ist etwas Entsetzliches passiert. Ist er verunglückt? Nein. Er ist doch besetzt. Nein, er ist nicht verunglückt, Anna. Erschossen. Erschossen hat ihn jemand. Erschossen? Ludwig. Nein. Nein. Ludwig! Anna, ich... Anna, die neue Alarmanlage ist doch ein Schmarrn. Bei Überfall muss der Fahrer mit einem Druck die Alarmanlage auslösen können. Wenn's kracht oder wenn's da von hinten das Messer reinrennt, dann nützt der schönste Hubkonzert nichts mehr. Gusti, was ist denn? Wenn mich der Blaue sieht, gibt's eine Anzeige, hier ist Halteverbot. Rudolf, es ist wegen der Nachtfahrerei. Bitte fahr nicht mehr. Was, und deshalb rennst du aus dem Geschäft weg? Um 5 Uhr weiß ich doch wenigstens, wo du mit deiner Schicht anfängst. Schau, jeden Tag sitzt du fast 17 Stunden am Steuer. Du weißt warum, Gusti. Noch 2 Monate, dass der Wagen abbezahlt, da lasse ich die Nachtfahrerei sowieso. Noch 2 Monate? Wie viel ist es denn noch? Kommt ja gar nicht in Frage. Du behältst dein Geld für deine Aussteuer und ich zahle meinen Wagen alleine ab. Und jetzt mach dich nicht verrückt, Gusti. Ich pass schon auf, ich geb schon 8. Der Ludwig hat bestimmt auch 8 gegeben. Der Taximörder verhaftet! Der Taximörder verhaftet! Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön.
Der Taxi. Also gut, wenn es dich beruhigt, mache ich nachts nur noch Stadtfahrten und um 12 ist Feierabend. Das Neueste von Taximod in München. Wann kommst du heute zum Essen? Entschuldigung, ich weiß es nicht. Der Nachtkurier bringt das Neueste vom Taximord. Der Taximörder verhaftet. Das ist aber ein Wunder, dass sie den schon haben. Den Kessler haben sie noch nicht. Der Tat dringend verdächtig ist der 27-jährige amerikanische Sergeant Jacques B. Kessler. Die Amis haben den gleich der deutschen Polizei überstellt. War ja auch ein Deutscher. Jacques B. Kessler leugnete hartnäckig die Tat. Bei seiner Vernehmung gab er an, dass ihm die Uniformmütze gestohlen wurde. Inspektor, ich kenne Jack. Wir sind Kameraden. Seit 5 Jahren sind wir in der gleichen Einheit. Ich meine, ich traue Ihnen vieles zu, aber dass Jack ein Mörder sein soll, ausgeschlossen. Jack ist kein Mörder. Wenn Sie ihn so genau kennen, dann wissen Sie auch, dass er ein Schläger ist, der vor Gewalttätigkeit nicht zurückschreckt. Hier, die Auskünfte der amerikanischen Militärpolizei. Ja, aber nur, wenn er getrunken hat. Dann explodiert er leicht. Wissen Sie, Jack ist seit 2,5 Jahren nicht mehr drüben gewesen. Er hat sein Mädchen da, das er heiraten will, und steht eben nicht ganz durch. Ist noch lange kein Grund, einen Laden zu demolieren, wie in der Mordnacht in Florida. Aber Inspektor, da haben ihn die Weiber da, hinter der Theke, die haben ihn ja fertig gemacht. Erst haben sie den Schnaps durch die Kehle gejagt, da müssen sie eine Düsenmaschine auftanken. Dann haben sie ihn auch noch ausgenommen, beim Würfeln, bis auf den letzten Cent. $40, Herr Inspektor. Da ist er eben aus dem Gleichgewicht gekommen. Und dann ist er aus dem Gleichgewicht gekommen, als der Taxifahrer das Fahrgeld haben wollte. Aha, Inspektor. Sie wollen Jack unbedingt den Mord anhängen, hm? Mr. Stanley, damit wir uns klar verstehen, hier wird kein Mord angehängt. Wir prüfen alles sehr genau. Und die Verdachtsmomente gegen Jack Kessler sind so schwerwiegend, dass für uns kaum Zweifel an seiner Schuld bestehen. Aber Inspektor, Jack glaubt, dass ihn da einer angesprochen hat, von der Straße. Ach, wo ist denn diese Dame? Warum hat sie sich nicht gemeldet? Was hätte sie zu fürchten? Ist doch ihr Beruf. Es wäre besser gewesen, wenn sie ihren Kameraden in seiner Volltrunkenheit nicht allein gelassen hätten. Dann wären sie jetzt nicht hier. Und weil Sie sagen, wir hängen ihm einen Mord an. Sorry, ich wollte Sie nicht beleidigen. Es geht um die Mordwaffe. Ihr Kamerad besitzt neben seiner Dienstwaffe eine zweite, eine Privatwaffe. Wir wissen, dass er sie immer bei sich hatte, auch in der Mordnacht. Und wie erklären Sie sich nun das? Die Waffe ist verschwunden, hat sich in Luft aufgelöst. Oder ist sie vielleicht auch gestohlen? Wie diese Uniformmütze. Sie bleiben also weiter dabei, dass Ihr Erinnerungsvermögen völlig ausgesetzt hat. Ja. Und Sie haben nicht den leisesten Schimmer, was war? Nein. Und was mit der Uniformmütze war, das wissen Sie natürlich auch nicht. Nein, die muss ich im Lokal vergessen oder auf der Straße verloren haben. Und der Mörder hat sie dann gefunden oder gestohlen und sich selbst aufgesetzt, nicht wahr? So war es doch. Was war denn das Letzte, woran Sie sich erinnern können? Da war etwas mit dem Geschäftsführer. Ja, der wird sich ein neues Gebiss kaufen müssen. Und dass man sie dann unsanft auf die Straße gesetzt hat? Ja, da kann ich mich noch dunkel erinnern. Aber dann ist Schluss, dann weiß ich nichts mehr. Aber wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Entschuldigen Sie, ich höre es immer wieder gern von Ihnen. Na ja, wie war denn das mit dem Wettersteinplatz? Wie sind Sie denn dahin gekommen? Das wissen Sie auch nicht. Von der Goethestraße zum Wettersteinplatz ist ja nur ein Katzensprung, oder? Zu Fuß wird es eine gute Stunde sein. Bin dort auf einer Bank aufgewacht. Mehr weiß ich nicht. Na schön. Dann werde ich Ihnen wieder ein paar Stunden Zeit geben. Zum Nachdenken. Damn it. What the hell can I say? Ich habe den Mann nicht umgebracht. Kommt er ja. Herr Pagel? Sie haben also genau gesehen, dass der Amerikaner diese Mütze aufgehabt hat, als er zum Lokal hinaus befördert wurde.
Ja, 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 Herr Inspektor. Ich sehe doch genau, wie er da draußen rumsteht und dauernd so mit der Mütze auf dem Kopf rumfummelt. So, wissen Sie, als ob sie ihn geärgert hätte. Und Sie sagen, er hat sie nicht aufgehabt? Na ja. Aber der Türsteher hier hat vor 3 Minuten mir erklärt, er hat sie aufgehabt. Ach, der Pagel, Herr Inspektor. Was der schon nach 11 Uhr sieht. Na, was der an Trinkgeldern kriegt, das setzt er sofort in Alkohol um. Wie war das mit dem Mann, der sich da verdrückt hat, als die Streife kam? Wie die Streife gekommen ist, ist er gleich in die Telefonzelle abgehauen. Aber telefoniert hat er nicht. Das habe ich genau gesehen. Und er hat an der Theke gesessen? Ja, hier saß er und da saß der Jack. Wie sah er denn aus? Was war das für ein Bursche? Es war ein Ausländer, aber kein Ami. Naja, wird so zwischen 25 und 30 gewesen sein. Er hatte so ein schmales Gesicht. Und sein Haar? Na, erzählen Sie mal. War dunkel. Schwarz. Und wie groß? Och, so groß wird er gewesen sein. Also 1,60 bis 1,70. Was haben Sie sonst noch an ihm beobachtet? Nichts. Ach ja, er hatte so eine Zahnbürste. Hm? Naja, so ein Bärtchen. Du, Max? Hm? Der Ludwig hat mir mal gesagt, er fährt keinen betrunkenen Ami. Lieber lässt er die Fahrt schießen. Na, das habe ich auch schon gesagt. Und dann habe ich die Fahrt doch gemacht, wenn's Geschäft schlecht war. Was ist denn? Herr Inspektor, entschuldigen Sie, dass ich Ihre kostbare Zeit in Anspruch nehme. Aber vielleicht ist es ganz wichtig, was ich zu sagen habe, ja? Es handelt sich nämlich um den betrunkenen Ami und weil der immer noch leugnet. Also der Schmidtmer, der hat mal Krach gehabt mit dem betrunkenen Ami. Und da hat er mir gesagt, du, nie wieder fahre ich einen betrunkenen Ami und überhaupt keinen betrunkenen mehr. Und wenn der Ludwig, Herr Inspektor, einmal Nein gesagt hat, dann war auch Nein, ja? Ich war sehr mit ihm befreundet, Sie können es mir glauben, das war ein ganz sturer Schädel. Das wäre alles. Gesetzt den Fall, Schmidtmer hat Kessler nicht mitgenommen. Das würde sein hartnäckiges Leugnen erklären. Da hätte sich also ein anderer seine Mütze aufgesetzt, um den Verdacht auf einen Amerikaner zu lenken. Genau. Aber er muss noch irgendwas Uniformmäßiges angehabt haben. Na, vielleicht hat er so einen Ami-Mantel angehabt. Den kriegt er ja heute in jedem Laden, wo sie amerikanische Restbestände verkaufen. Und die Mordwaffe hat er auch gefunden. Ist das nicht ein bisschen zu viel auf einmal? Wir müssen das alles ausklammern, Bernhard. Wir müssen einfach annehmen, dass Kessler tatsächlich Mattscheibe gehabt hat. Und für diese Zeit müssen wir sein Alibi suchen. Vielleicht kommen wir dabei auf eine neue Spur. Ja, so schön. Dann fangen wir wieder von vorne an. Bei dem Mädchen, das ihn angeblich aufgegabelt hat. Ja, fragt sich nur, wie ist die mit dem schweren Brocken allein fertig geworden? Hat die den allein weggeschleppt? Na, eine andere würde dabei kaum geholfen haben. So weit geht bei den Damen die Nächstenliebe nicht. Bleibt also nur ein Kerl übrig. Vielleicht hat die einen. Vielleicht ist das der mit der Zahnbürste. Mit was? Oh, mit so einem Bärtchen. Ach so. Naja, so kann es gewesen sein. Aber so muss es nicht gewesen sein. Ich kann mir nicht helfen. Mir kommen langsam Zweifel, ob es dieser Ami war. Dieses sture Leugnen. Dann diese Sache mit dem Schmidtmer. Dann dieser Stanley. Die sind seit über 5 Jahren in einer Einheit zusammen. Da weiß der eine, was der andere im Koffer hat. Naja, dann wollen wir mal den anderen Mann suchen. Den mit dem Bärtchen auf der Oberlippe. Zwischen 25 und 30. Ungefähr 1,72 groß. Dunkles bis schwarzes Haar. Schmales Gesicht. Und ein Oberlippenbärtchen. Na ja, da haben wir ja eine ganz schöne Auswahl. Hoffentlich finden wir den richtigen bis zu unserer Pensionierung. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Ich glaube, er hat schon mal ein dickes Ding gedreht. Muss aber schon etwas länger zurückliegen. Ich habe auch einen entdeckt. Wollen wir sehen. Ihren Ausweis, bitte. Ihre Kennkarte. Wieso denn? Kriminalpolizei, Ausweiskontrolle. Ihre Kennkarte, bitte. So ein Mistmensch. Danke. Darf ich mal sehen? Danke. Zufrieden? Kriminalpolizei. Ihren Ausweis, bitte. Guten Abend, Herr Wachtmeister. Come on.
Mann! Herr Inspektor! Hallo, Mr. Stanley. Das ging aber schnell. Ich habe ja kaum den Hörer aus der Hand gelegt. Hoffentlich haben Sie nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten. Höchstens um einen Kilometer, Herr Inspektor. So, na, dann kann ich ein Auge zudrücken. Wo haben Sie sie denn aufgegabelt? Weiß ich selber nicht mehr. Einen in dutzenden Lokalen, den ich durchgesucht habe, wo Jackie mir verkehrte. Sie sitzt draußen mit ihrem Boyfriend. Hab dann auch gleich mitgebracht. Sie machen mir ja direkt Konkurrenz. Also, Herr Inspektor, jetzt kann doch Jack heraus, hm? Immer langsam. Erst muss ich die beiden vernehmen. Der Amerikaner hat also keine Mütze auf. Nee, das ist mir sofort aufgefallen. Die muss er unterwegs verloren haben. Der hatte ja einen Sitzen, Herr Inspektor. Bei dem seinen Zickzackkurs konnte es einen Angst und Bange werden. Hugo und ich mussten ihn stützen, sonst wäre der glatt lang hingefallen. Und dann haben sie ihn beide raufgebracht. Herr Inspektor, was sollten wir denn anderes tun? Dem war ja so mies. Wir wollten ihm nur helfen. Die barmherzige Samariterin. Und wie ich ihn so auf Chaiselonge lege, da spüre ich doch plötzlich die Pistole in der Tasche. In den anderen Taschen haben Sie auch nichts gefunden. Inspektor, Ehrenwort. Auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Was war mit der Pistole? Na, die habe ich ihm abgenommen. Es konnte ja sein, dass er plötzlich munter wird und verrückt spielt. Ja, was dann? Knallt er vielleicht in der Gegend herum und ich habe was gegen Knallerei. Das macht mich richtig allergisch. Oh, zart beseitet. Wie haben Sie ihn denn zum Wettersteinplatz gebracht? In unserem Wagen. Oh. Von dort hat er es ja nicht mehr weit zur Kaserne. Und wo ist jetzt die Pistole? Tja, in der Isar. Wo? Ja, von der Max-Josefs-Brücke habe ich sie in die Isar geworfen. Hab mir gedacht, ist wieder eine Pistole weniger auf der Welt. Also, Herr Inspektor, jetzt kann Dr. Jack heraus. Tut mir leid, Mr. Stanley, aber mit Jacks Entlassung müssen Sie noch bis morgen früh warten. Den Haftrichter kann ich jetzt nicht mehr erreichen und dem muss ich den ganzen Ermittlungsvorgang zuschicken. Morgen früh um 9 können Sie Ihren Freund abholen. Wunderbar. Und sorgen Sie dafür, dass er nicht mehr trinkt, das hätte leicht ins Auge gehen können. Frau Übel? Ja. Vetter, ich komme von der Kriminalpolizei. Sie haben Ihre Nachbarin geschickt, weil Sie gehbehindert sind. Entschuldigen Sie, ich gehe kaum noch aus. Eine schwere Arthritis morgens ist immer besonders schlimm. Na ja, Frau Übel, dafür sind wir ja da. Dankeschön. Also was war denn nun heute Nacht? Eine Uhr ist Ihnen gestohlen worden. Ja, stellen Sie sich das vor, mitten in der Nacht. Ich habe schon geschlafen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Kaffee anbieten? Oh nein, danke sehr freundlich. Aber gestatten Sie, dass ich rauche? Ja, ja. So, und nun erzählen Sie mal ganz ruhig, Frau Übel. Und regen Sie sich nicht auf. Ich bin eine Rentnerin. Ich kriege nur 180 Mark im Monat. Und deshalb vermiete ich dieses Zimmer dort. Ja, und vor 3 Monaten, da habe ich es vermietet an Herrn Bettner. Karl Bettner hat mir gesagt, er wäre Aushilfsfahrer bei der Hubertus-Brauerei. Ja, hat mir manches Mal auch eine Flasche Bier von dort mitgebracht. Ja, und dieser Bettner schuldet Ihnen bereits 2 Monatsmieten. Ihre Nachbarin hat uns das gesagt. Aber er zahlte immer sehr unregelmäßig. Und wenn er im Rückstand war, dann ließ er sich auf tagelang nicht sehen. Jetzt ist er schon 10 Tage lang fort. Aber heute Nacht, da war er da, heimlich. Ja, da schlaf ich in der Kammer. Plötzlich wache ich auf von einem Geräusch in der Küche. Ich rufe noch und dann höre schon, wie die Wohnungstür piekt. Ja, bis ich aus dem Bett war, und das dauert immer, da war es zu spät, da war schon weg. Und wo war denn nun die Uhr? Da auf dem Regal. Mhm. Kann ich die Sachen mal sehen, die ihr zurückgelassen habt? Ja, natürlich. Die Uhr, die war ja nicht sehr wertvoll. Aber die gehörte immerhin meiner Mutter. Können Sie sich vielleicht vorstellen, wie alt die war? Lauter Gelump, kein Pfennig krieg ich dafür. So, jetzt schauen Sie sich mal diese abgeschabte Kordjacke an. Mit dem ausgerissenen Reißverschluss. Umgezogen hat er sich auch noch. Einen guten Anzug ist er weg. Ja, was ist denn? Ist das alles? Was hat er denn an, als Sie ihn zuletzt sahen?
Ja, ein Wettermantel hat er auch, einen grünen, ja. Den trägt er immer. Dankeschön, Herr Inspektor. Kriminalmeister Vetter von der Diebstahlbeteiligung. Freut mich, Herr Vetter. Was bringen Sie mir? Ja, ich habe da eine Sache. Ich weiß nicht, ob Sie das interessieren wird. Dankeschön. Aber weil ich sowieso im Präsidium zu tun habe und vielleicht besteht da sogar ein Zusammenhang mit dem Taximord. Ich wurde heute früh zu einer alten Frau gerufen. Der Untermieter hatte ihr die Uhr gestohlen. Dann habe ich das in seinem Zimmer gefunden. Eine Patronenschachtel? Ja, er hat es als Aschenbecher benutzt. Ist ja das gleiche Kaliber, mit dem Schmidtner erschossen wurde. Haben Sie noch mehr in der Preislage? Ja, vielleicht. Die Vermieterin hat gesagt, der Bursche trägt seinen Wettermantel, seinen grünen mit einem Gürtel. Was? Ja, wie ihn auch die Amis tragen. Außerdem ist er zweimal vorbestraft. Hier ist seine Karteikarte. Mhm. 1,5 Jahre Jugendgefängnis wegen versuchten Raubüberfalls und wegen des gleichen Delikts noch einmal 3 Jahre? Augenblick mal. Vielleicht besteht da wirklich ein Zusammenhang. Müllerin! Müllerin! Ja. Rufen Sie sofort das Revier an, wo das Lokal ist, dieses Florida. Die sollen den Türsteher auftreiben. Den Pagel? Ja, ja, Pagel heißt er. Soll gleich herkommen. Menschenskind, vielleicht haben Sie einen Schwarze getroffen. Ah, kommen Sie rein. Ja. Herr Pagel, Sie haben damals auch zu Protokoll gegeben, dass sich da irgend so ein Bursche um das Lokal herumgetrieben hat. Ja, ja, der hatte wohl gedacht, dass bei uns was zu erben gibt, ne? Ist das der Bursche? Schauen Sie ihn sich aber ganz genau an. Ja, ja, das ist er. Der ist den Abend bei uns rumgestreucht. Ja. Herr Pagel, irren Sie sich auch nicht. Ausgeschlossen, Herr Inspektor. Das ist er. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Bei mir unterliegt das überhaupt keinem Zweifel. Das ist er. Ich beneide dich, dass du schon Feierabend hast. Was hast du denn, Erna? Das ist ja Karl. Sei froh, dass du mit dem Schluss gemacht hast. Einmal Wettersteinplatz. Gute Nacht. Rühr dich nicht, Erna, und keinen Laut kann verdammt wehtun, wenn ich zudrücken müsste, sei also vernünftig. Du siehst, ich kann auch so unangenehm werden. Wie geht's dir denn? Du hast eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, hast? War aber nicht meine Schuld. Mal. Sie lassen sich das was kosten. Tut mir leid, der Mann. Hat das aber nicht anders gewollt. Ah! Sprungfeder hast du immer noch nicht richten lassen. Hab mir den Hintern darauf wund gesessen. Was glotzt du mich so an? Tut dir aber leid, dass du mich mal geliebt hast. Hm? Das hat mir schon früher leid getan. Und jetzt zu dir. Du brauchst Geld, ne?
Genau darüber möchte ich mit ihr reden. Hier. 20 Mark Wechselgeld. Kannst du haben. Mehr habe ich nicht. Wie? Tut mir leid, übermorgen ist der erste. Du hast eine 20. Bei mir geht's ums Ganze. Lass es also nicht darauf ankommen. Keine Gänsehaut? Ich hab nicht mehr Geld. Erzähl mir nichts, ich weiß, dass du immer was zu Hause hast. Eine Reserve. Ja, dann sieh doch nach. Du kennst dich ja hier aus. Das will ich auch tun. Immer unter der Wäsche gehabt. Was ist denn das? Ein Postsparbuch. Du hast jetzt also ein Sparbuch. Sparst du was zur rechten Zeit, hast du was fürs Alte. €480. Da schau her. Pass auf, Hermann. Diese 480 Mark hebst du ab, verstanden? Als Abschiedsgeschenk. Und übermorgen vergiss alles. Du kannst dir das Geld gleich selber abholen. Der Kontrollausweis ist im Buch. Hier bin doch nicht schwachsinnig. Weißt du, Erna? Ich schwitz nicht gern. Muss frische Luft haben. Du kennst doch den Max-Ludwig-Platz. Keine 5 Minuten von hier, wo sie jetzt so viel bauen. Um 3 Uhr nachts ist dort kein Mensch. Da ist eine Telefonzelle. Eine Doppelzelle. Und da bringst du mir das Geld hin. Wäre sehr dumm, wenn du nicht kommen würdest. Soll ich dich an etwas erinnern? Kleine Fundunterschlagung. Brieftasche mit 750 Mark. Wäre keine besondere Reklame für eine städtische Straßenbahnschaffnerin. Oder hast du die Brieftasche nicht gefunden? Habe ich das nur geträumt? Das hast du nicht geträumt. Du hast nur vergessen, dass du sie mir damals abgenommen hast. So hab ich das. Ja, du hast noch gesagt, sei kein Narr. Wer so viel Geld hat, dass das rumliegen lässt, der hat genug davon. Hast du dafür einen Zeugen? Oh, du gemeiner Schuft, du. Und Mörder, Erna. Eine gute Mischung, ne? Du hebst also dies 480 Mark ab. Lässt sie dir aber in großen Scheinen geben, verstehst du? Und dann steckst du sie in ein Kuvert. In ein größeres Kuvert. Die Scheine darfst du nicht zusammenfalten. Die müssen ganz glatt sein. Mit dem Kuvert gehst du in die Telefonzelle, in die rechte, und legst es ins Telefonbuch, zwischen die letzten Seiten. Verstanden? Zwischen die letzten Seiten. Dann schwörst du ab, das andere überlasse mir. Du kannst natürlich auch zur Polizei gehen. Ich kann dich nicht daran hindern. Aber es ist besser, du gehst nicht zur Polizei. Ich bin nämlich kein Anfänger.
Bursche wird doch kein Auto geklaut haben, um sich das Geld abzuholen. Achtung, Wagen. Zur Zelle fahren. Verstanden. Einen Moment bitte. Ich habe meinen Hausschlüssel vergessen. Scheiße. Wir müssen sofort zur Wohnung von Herrn Langmann. Die ist jetzt in Lebensgefahr. Mhm. Du bist also doch zur Polizei gegangen. Karl, ich... Na, wie geht's hier? Das hat sie ganz schön erwischt. Hoffentlich kommt sie durch. Jetzt wird's aber Zeit, dass wir den Kerl kriegen. Tut mir leid, Frau Übel, wenn ich störe. Sie wissen ja, was passiert, wenn Sie den Mund aufmachen. Das Ding geht rascher los, als Sie denken. Herr Bettner, auf der Anrichte liegen 12 Mark Salz. Was ich habe, mehr habe ich nicht. Das ist der letzte. Den Text kenne ich. Über Geld reden wir morgen. Morgen? Morgen. Morgen haben wir den ganzen Tag dazu Zeit. Ich bleibe nämlich hier, Frau Übel. Herr Bettner, ich bin eine arme alte Frau. Was habe ich Ihnen denn bloß getan? Nein, lassen Sie das jammern. Die Polizei wird mich kaum bei Ihnen suchen, nachdem Sie mich wegen der Uhr angezeigt haben. Herr Bettner, Sie war ein Andenken an meine Mutter. Andenken? 10 Piepen habe ich dafür gekriegt. So, jetzt mache ich es mir erstmal bequem. Nun regen Sie sich nicht gleich wieder auf. Ja, bloß eine Warnung. Übrigens, kommt doch jeden Morgen Ihre Nachbarin zu Ihnen, diese Frau Lindkobel, wenn sie einholen geht? Dann lassen Sie sie kommen. Muss alles so sein wie sonst. Sie erledigen alles an der Tür. Verstanden? Und wenn es sonst jemand ist, Sie sind nicht zu Hause. Möchte ohne Zwischenfall hier wegkommen. Was für eine Tropferei, für eine Verdammte. Das tötet einem ja den Nerven. Die Tür da lasse ich offen. Übersehe ich die ganze Wohnung. Unser Unterhaltungskonzert beendet. Es folgt eine Polizeidurchsage. Die Kriminalpolizei München gibt bekannt, der gesuchte Taximörder Karl Bettner hält sich im Stadtgebiet auf. Er ist ohne festen Wohnsitz. Vorsicht bei Festnahme.
Bednar trägt eine Schusswaffe bei sich und macht gegebenenfalls davon Gebrauch. Kaffee riecht gut. So gut hat er nie gerochen, wie ich hier noch gewohnt habe. Was gibt's denn dazu? Brot und Butter. Nee. Möchte was Kräftiges. Hey, da sind ja auch noch Eier. Dann machen Sie mir doch gleich ein paar. Spiegeleier oder Rühreier. Besser Spiegeleier. Und schlagen Sie mir doch gleich alle in die Pfanne. Da ist ja auch noch Speck. Rein mit ihm. Muss meinen Motor schmieren. Ist etwas heiß gelaufen. Das ist sicher Frau Lindkogel. Soll ich? Still! Kein Wort. Machen Sie die Tür auf. Guten Morgen, Frau Übel. Ja. Haben Sie heute die Nachrichten schon gehört? Was sagen Sie, dieser Bettner? Also, wenn ich dran denke, dass der bei Ihnen einmal gewohnt hat. Also, mir war der immer unheimlich. Ich wollte es Ihnen nur nie sagen. Ja, Frau Übel, was ist denn mit Ihnen auf einmal? Was haben Sie denn? Ist Ihnen nicht gut? Nein, das ist nichts. Ja, aber Sie schauen ja ganz elend rein. Das ist wirklich nichts, Frau Lindkogel. Ich habe heute Nacht sehr schlecht geschlafen. Das wird es sein. Ich brauche heute nichts. Frau Lindkogel, ich habe alles noch im Haus. So. Vielen Dank. Das haben Sie prima gemacht, Frau Übel. Das hätte ich Ihnen nie zugetraut. So. Was? Reden wir über das Kleingeld. Frau Übel, muss 200 Mark haben. Ich habe 12 Mark da, die nützen mir gar nichts. 200 Mark. 200 Mark. Sie sind mich los. Bettner, woher soll ich denn nun 200 Mark haben? Ich habe 180 Mark Rente, das wissen Sie doch. Allein sieht das Geld aus von Frau Lindkogel. Von Frau Lindkogel? Herr Bettner, ich habe mir noch nie Geld ausgeliehen. Das ist mir scheißegal. Ich brauche 200 Mark. Ich muss stürmen. Keine Lust, hier zu überwintern. Ja, aber wenn sie es nicht hat. Sie lebt ja auch nur von der Rente. Sag mal, sie bekommt doch ihre Rente am letzten. Am Morgen ist der letzte. Bleibe ich eben bis morgen. Warte einfach den Geldbriefträger ab. Inzwischen wird sich auch die Polizei etwas beruhigt haben. Wasserhahn.
heute geht's wieder mal besonders schlecht mit dem Bein. Das macht nichts, Frau Übel. Ich hab's gestern leider ganz vergessen. Ich muss nur einen Dichtungsring einsetzen. So. Axi am Besuch? Das dauert nicht sehr lange, das haben wir gleich. Herr Unterberger, das ist der Bettner, der den Taxichauffeur erschossen hat. Hände hoch. Sie sind eine prima Zielscheibe, Herr Unterberger. Die Hände höher und keine falsche Bewegung. Umdrehen. Ab mit Ihnen in die Speisekammer. Und wenn Sie da drin nicht ruhig sind, mach ich aus der Tür ein Sieb. Oh. Wohin, bitteschön? Einmal geradeaus 50. Danke. Anmerken, Herr Sobel, der Taximörder ist im Beiwagen. Was, ist der wirklich im Bau? Ja, ich kenne ihn. Halten Sie an der nächsten Haltestelle etwas länger, damit wir die Polizei benachrichtigen. Da ist aber kein Telefonzelle, soviel ich weiß. Aber da stehen immer Taxen. Passen Sie auf. Hm? Nein, das fällt auf, wenn einer von uns beiden aussteigt. Sagen Sie es lieber einem Fahrgast, vielleicht dem Mann da. Ha? Hören Sie, ich habe eine Bitte an Sie. Können Sie an der nächsten Haltestelle zum Taxistand gehen, die durch die Funkstreifen benachrichtigen? Sofort die Polizei an. Was ist denn passiert? Da in der 12er ist der Taximörder. Er steht im Anhänger auf der vorderen Plattform. Fräulein Stummholz, rufen Sie sofort das Polizeipräsidium. Schnell, schnell. Die Mordkommission. Der Taximörder ist in der 12er Straßenbahn. Ismaninger Straße Richtung Mettersteinplatz. Ich hänge mich hinter die Straßenbahn. Fräulein Stummholz, ich fahre dem Kollegen jetzt nach. Für alle Fälle. Richtig. Ich muss doch die Aufträge rausgeben. Ich kann Ihnen auch noch nichts genau. Bitte dringend die Mordkommission. Was ist denn los? Ein Taxifahrer verfolgt die Straßenbahn. Sagen Sie dem Taxifahrer, er soll uns sofort melden, wenn Bettner aussteigt. Der darf keinen Verdacht schöpfen, sonst hängt der glatte Schießerei an. Wir müssen ihn auf der Straße abfangen. ISA 37, Mordkommission. Alle Wagen auf I schalten. Hier spricht dieser 4, bitte kommen. Der Taximörder Karl Bettner befindet sich in der Straßenbahnlinie 12. Im Anhänger auf der vorderen Plattform. Aus Richtung Ismaninger Straße zum Wettersteinplatz. Keine Sirene! Ja.
Haltet doch endlich mal eure Schnauze, ich brauche den Kanal für die Polizei. Ruhe! Mensch, jetzt jagen Sie. Auf der 12er ist er. Da muss man doch dabei sein. Stelle. Zentrale! Zentrale! Detner flüchtet in den Hof der Hubertus-Brauerei. Wo ist er denn? Da ist er drin. So. Wir haben ihn bis hier verfolgt. Der hat sich das Bein verletzt. Der hat ganz schön gehinkt. Kann er irgendwo raus? Nein, der Nachtwächter hat gesagt, da gibt's keinen zweiten Ausgang. Ah.
dann wollen wir es mal auf die freundliche Tour versuchen. Bernhard, sagen Sie Ihr Sprüchlein auf. Bettner, kommen Sie heraus. Jeder Widerstand ist sinnlos. Bettner, kommen Sie heraus. Geh zum Teufel! Kommen Sie heraus! Naja, dann machen wir einen kurzen Prozess. Lassen Sie doch Ihren Waffenpark in der Tasche. Dietz, Tränengas. Das bringt den Burschen an die frische Luft. Hoffentlich hat er ein Taschentuch dabei. Wohin bitte? Zum Hauptbahnhof, bitte.